So, Freunde der leichten Unterhaltung, da sind wir zum zweiten Spiel. Nachdem wir diese tolle Niederlage kassiert haben, geht es nun gegen die Tschechische Republik. So, jetzt mal sehen. Was haben wir denn jetzt hier für eine Spike? Pumuckl sieht nicht besser aus. Spike bleibt damit im Team. Cartman, Gollum, Joker, okay. Ernie auch. Gollum. Cartman war ja ein bisschen angepisst. Klar, nach dieser Vorstellung. Alf hat, glaube ich, auch. Weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber wir bringen jetzt einfach mal Alf nach da. Splinter noch nicht. Ewok. Oder wir bringen noch Ewok hinein. Für Ernie. Ne, andere Seite. Ewok links. Alf beide. Gollum rechts. Luigi. Schieben wir noch da und dahin. Steffi ist okay. Beißler? Auch? Rechts. Ja, Valvo kann diesmal links. Super Mario allerdings ist nicht fit. Deswegen stelle ich da schon mal um. Mario. Wir stellen mal Sheldon dahin. Homer. Da muss der Tor hinein. Und wir lassen den Kenny trotzdem jetzt mal drinne. Der hat mir im ersten Spiel auf jeden Fall noch besser gefallen. Godzilla, wie gesagt, ist ja auch unser derjenige, der nun mal reinkommt, wenn es nicht mehr möglich ist. So, Captain. Da nehme ich auf jeden Fall mich jetzt mal. Das andere lasse ich jetzt so. Gut. Wünscht mir Glück, Leute. Saint-Denis Stadium ist, glaube ich, in Paris das, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Ihr hört wieder mein Stuhl knatschen. Und wir spielen wieder im Regen. Ist das wieder ein schlechtes Omen? Oh. Verzeihung, Beißler. Das kannst du besser. Aber es war immerhin schon mal ein kleiner Ansatz. Und ja, die Tschechen machen ja auch nicht den besten Eindruck. Komm, oh, Beißler hier. Wunderbar, wunderbar, Beißler. Oh, Scheiße. Scheiß die Wand an. Das war schade. Aber momentan sieht das vom Einsatz her gut aus. Der Beißler ist schnell, der Beißler ist schon mal schnell. Kenny! Ah, Tor. Tor macht kein Tor, noch nicht jedenfalls. Ah, guter Einsatz hier. Und es gibt Ecke, der war abgefälscht, okay. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus hier. Die zweite Partie. Und genau auf dem Torwart vom. Wer war denn das? Beißler? Oder Ewok? Weiß ich nicht. Also der Beißler macht schon mal einen ganz starken Eindruck hier. Und da kommt der Tor, da kommt der Tor. Und schießt genau auf den Torhüter, aber nicht aufs Tor. Oh, Durchläufer, Durchläufer, Durchläufer. Der Ball bleibt drin, aber Spike hat ihn sicher. Weiter Abschlag. Kurz ist hier immer gefährlich. Der Tor kann den Ball aber auch super halten, aber der Beißler, der ist auf jeden Fall. Oh, huhuhu, da rutscht er dem Torhüter da unten durch. Ich fasse es nicht. Jetzt ist er aber drin, jetzt ist er drin, jetzt ist er drin. Und der Beißler macht's, der Beißler macht's, der Beißler. Ist es denn die Möglichkeit? Yes, yes, yes! Die Vorlage von Ewok, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Und der Beißler mit dem ersten Tor für die Schweden in dem Turnier.
Und man kann hier wirklich die. Ah, schade, er sollte eigentlich da nicht zu dem da so richtig hingehen. Der Kenny wird gelegt. Ja, der Kenny ist für mich so ein Lewandowski-Typ hier. Kann den Ball ganz stark halten. Ah, zu kurz, Mist. Das ist der Valvo. Ah, der ist auch ziemlich schnell. Ich weiß gar nicht, ob er hier vorhin war, der auch hier im Mittelfeld, aber ich glaube, der kann den Ball auch ganz. Uiuiui. Was macht der Joker da? Ne, der Ewok. Ach, da ist der Joker. Und der spielt dann so einen Fehler. Aber ganz ruhig. Aber wir müssen klar auf, was für unser Torverhältnis jetzt tun. Also ein Tor ist schon mal gut, aber so ein zweites natürlich. Nicht zu verachten. Denn wer weiß, wie die Russen hier. Oh, ganz stark von Tor. Oh, was? Das war kein Foul? Wollt ihr mich verarschen? Gut gemacht. Ah, da wäre der Beißler schon wieder fast durch gewesen. Gut von Kenny, gut von Kenny. Ah. Da holt er sich fast den Ball zurück. Fast. Steffi bislang auch hier sehr unauffällig in dem Spiel. Hat jetzt die Chance. Ja, so super. Okay, der Pass war jetzt nicht, aber ist alles in Ordnung. Abwehr steht bislang sehr sicher. Wir haben ja nur einmal auch durch Jokers Fehlpass da. Uiuiui. Was war das für ein Kopfball? Jetzt nur nicht hier die Tschechen. Ja, warum steht der da frei? Und der steht auch frei. Und der Spike muss da schon wieder Kopf und Kragen riskieren. Mann, Mann, Mann. Da lobt man die Mannschaft schon wieder zu gut in den Himmel hier. Und die Tschechen machen da natürlich. Raus damit. Ja, die wissen natürlich jetzt auch. Nicht gut, nicht gut. Oh, meine Fresse. Beißler. Wird jetzt ein bisschen unauffälliger hier. Oh, und der Joker lässt ihn laufen. Der Joker lässt ihn laufen. Die Tschechen kommen ins Spiel. Halbzeit wäre jetzt ganz wichtig langsam mal für uns. Denn das Spiel kostet natürlich hier auch Kraft, vor allem auf diesem Geläuf jetzt. Aber jetzt, Steffi nochmal. Wie weit kommt sie? Da kommt der Pass. Der kommt leider nicht an. Kenny holt sich den Ball hier wieder. Verliert ihn aber trotzdem. Schade. Kein guter Kopfball. Ah, gut. Gut zwischengegangen von Steffi. Der Alf passt auch auf. Oh, aber dann kommt der Ball. Sind wir noch in der ersten Halbzeit? Shit. Da haut der Valvo den Kua um. Ich dachte eigentlich, dass er am Ball war. Gut aufgepasst von der Mauer. Aber leider steht da vorne keiner. Aber der Beißler, der Beißler. Ah, da kommt der Pass. Und da ist der. Mann, das ist doch scheiße. Mann, oh. Blödes, dummes Arschblöcker. 1:0 zur Halbzeit. Eine ganz starke erste Hälfte der ersten Hälfte. Danach kamen die Tschechen besser ins Spiel. Also ich sag mal, 3 Minuten waren wir stark. Die restlichen 2,5, 3 plus Nachspielzeit, ja. Aber wir lassen erstmal die Aufstellung so. Nedved. Nedved. Kua müsste. Wie hieß denn der? Pavel Kuka.
Damals. Glaube ich. Man darf ja nicht vergessen, 2000 rum, da waren die Tschechen eigentlich auch noch sehr stark, indem sie ja 96 bis ins Europameisterschaftsfinale gekommen sind und dort gegen Deutschland 2 zu 1 nach dem Golden Goal von Bierhoff verloren hatten. Aber 2000 weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, wie stark sie waren. Klar, Nedved war denn. Aber wir müssen jetzt aufpassen. Klar ist, dass wir. Der Beißler kämpft hier, der weiß. Es geht hier um viel, viel, viel. Der Wallwurf passt da nicht auf. Raus mit dem Ball. Und ein Eigentor. Das gibt's nicht von Luigi. Mamma mia. Die Tschechen sind wieder da. Und wir laden sie selber ein. Zu defensiv, was wir dort gespielt haben jetzt. Auch schon wieder so in der zweiten Halbzeit angefangen. Zu viele Fehlpässe. Das machen die Tschechen jetzt eindeutig gecheckter. Und das sieht man hier auch. Die sind im Zweikampf. Da kommt der Kenny. Gute Flanke. Wenn einer mal rankommen würde. 1 zu 1. Ach. Mehr abziehen. Mehr abziehen. Mehr schießen. Mehr Bono erschießen. Auch wieso geht er denn zu dem? Er sollte zum Beißler gehen. Mensch, scheiß die Wand an hier, ey. Gut. Genau da. Genau zu dem Beißler, der da mal schießt. Und der wieder eine Ecke rausholt. Für mich ganz eindeutig Beißler der Spieler des Spiels bislang. Der hier sehr viel tut. Wir haben wieder eine Ecke. Daraus ist vorhin das 1 zu 0 entstanden. Und da hätte fast, weiß gar nicht, wer es war. Auf jeden Fall derjenige, der den Fallrückzieher gemacht hat. Das sah schon geil aus. Sheldon. Jetzt Sheldon. Sheldon Cooper. Flanke! Kopfball! Kenny! Das gibt's doch nicht! Das ist ja wieder fast wie schon im ersten Spiel gegen Italien. Dann kriegst du hier nicht das Ding über den. Aber der Beißler haut sich jetzt hier rein. Pass auf Valvo, der sollte pass auf. Kenny kommt. Kenny kriegt irgendwie den Ball. Ach. Und ich glaube, die Fans rufen Beißler. Beißler. Also wenn das mal hier nicht eine Beißler-Folge ist, dann weiß ich auch nicht. Scheiße. No, was war denn das? Wo macht denn Kenny das Bein so hoch? Leute, randa, 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 randa. Das gibt's doch nicht! Was ist denn das? Die Abwehr pennt völlig. Tja, was soll ich momentan sagen? Wir haben geführt. Wir hatten das Spiel dann jetzt in der zweiten Halbzeit nach dem Ausgleich auch wieder im Griff. Aber wir kriegen das Ding dann auch nicht ins Tor. Die große Schwäche. Wir geben jetzt mal Kenny die Ruhepause. Godzilla muss rein. Wen haben wir jetzt hier noch? Wir bringen mal den Bert. Für Sheldon.
Es sieht nicht gut aus. Es gibt ja Hin- und Rückspiel. Aber wenn wir dieses Spiel hier schon verlieren, dann wird es schon verdammt schwer, dass wir uns überhaupt für die WM qualifizieren. Eieieiei. Komm schon! Mann, und dann geht der Ball aber noch nicht mal dahin, wo man dann mal eine Chance hat. Gut aufgepasst. Gut. Ach, zu nah am Tor ran. Das tut mir irgendwie schon so in der Seele weh, ey. Oh Mann. Dieses Unvermögen. Und ich sehe schon, ja komm. Die kommen nur vor dem Tor irgendwie. Ja, und kriegen den Ball auch noch weiterhin. Dann kriegt man den Ball nicht weg. Die eigenen Mann stehen nicht nirgendwo da, wo sie sollen. Tja, die Ratlosigkeit. Die Tschechen drehen ein Spiel und die Schweden momentan. Bleiben mit 0 Punkten zur Zeit, wenn es dabei bleibt, stehen. Bei 2 Spielen. Niederlage gegen die Italiener mit 0 zu 3 total verdient, obwohl wir, wie gesagt, ein Tor, das halte ich auch immer noch fest, hätten hier schießen, was wäre. Ach. Gehabt hätten. Und dann kriegen wir hier 2 Gegentore, die absolut nicht nötig waren. Da ist Godzilla. Das Urviech. Schöner Versuch von nach hinten, so eine, ja, ein Koller ähnlich, was Godzilla hier auf den Platz ruft. Valvo nochmal. Godzilla! Ach, Scheiße. Wo soll ich denn den Ball hingeben? Kann man pfeifen, oder? Also, Karte geben, oder auch nicht. Nein! Nein, das gibt's doch nicht! Dieses Unvermögen, dieses reine Unvermögen. Kann man doch mal. Dummes Arschgesicht, ey. Ja, so ein Ball kommt natürlich an. Ja, klar. Natürlich. Oh. Und das war's. Zweites Spiel, zweite Niederlage in der Quali. Ihr seht mich weiter ratlos. Wir haben noch 4 Spiele. Zweimal Russland, einmal Tschechien, einmal Italien. Wie gesagt, mal, wir brauchen aus diesen 4 Spielen 4 Siege. Es hört sich schwer an. Wir waren überlegen, haben uns das Spiel selber verballert. Keine Frage. Das Eigentor hat ihr bisher zugetan. Wir hatten genug Chancen, um wenigstens am Ende einen Unentschieden zu holen. Italien gewinnt gegen Russland. Das ist erst einmal soweit gut, weil wir ja, Punkt 1 nicht wissen, wie viele Mannschaften sich schlussendlich qualifizieren. Aber ja, Punkt 2, die Russen sind erstmal wahrscheinlich den Gegner, den wir hier noch. Ach nee, die haben auch. Ach, gegen die Tschechen hatten die gewonnen. Ach, scheiße. Na gut. So, das war Spiel Nummer 2. Und wir sehen uns beim dritten Spiel wieder gegen die Russen. Ja, bis dahin bin ich ein bisschen weiterhin enttäuscht von mir selber, klar.
dass es auch so verdammt schwer ist. Und wie gesagt, wir sehen uns im Spiel dann gegen die Russen. Bis dann.